Herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um Elder Scrolls Online. Heute bin ich in Drigmoor und hier möchte ich euch mal das Möbelangebot zeigen. Wir haben hier zwei verschiedene Händler, finden wir hier oben, diesmal nicht durch den Stuhl gekennzeichnet, sondern durch diese Art Waage. Und hier wird uns auch angezeigt, Hausausstatter und Errungenschaftsausstatter ist hier anzutreffen. Wenn wir dann dort sind, sehen wir es sehr deutlich durch den Banner. Hier wird mir auch angezeigt, fertige Möblierung. Hier bin ich also richtig, wenn ich irgendwas Schönes für mein Haus haben möchte. Wir starten auch mal mit der Hausausstatterin und schauen, was die Gute anzubieten hat. Es scheint, dass die Argonier mit Möbeln zufrieden sind, die aus Schlamm und Stöcken bestehen. Natürlich gibt es in meinem Laden Waren von höherem Standard. Na, da sind wir doch mal gespannt. Und lassen uns mal zeigen, was sie so anzubieten hat. Hier haben wir in erster Linie Pflanzen und Bäume. Das heißt in verschiedenen Größen. Das wird immer angezeigt, das ist das Gute daran. Hier haben wir, einen gewöhnlichen Einrichtungsgegenstand. Sieht man eben unten, wenn man immer auf diese Quadrate achtet, dass dieser Baum jetzt nicht ganz so groß ist. Wenn wir uns jetzt aber die Mangrove anschauen, da sieht man schon den Unterschied. Das ist schon ein richtig großer Baum, den wir hier haben. Ja, viele Dinge sind hier angemoost. Auch dieser Ahorn, auch sehr, sehr groß. Also da braucht man natürlich entsprechenden großen Garten, um so einen Baum dann auch hinstellen zu können. Alternativ haben wir dann aber auch den jungen Ahorn, der logischerweise nicht ganz so groß ist. Und weiterhin dann auch Felsen, auch wie die Bäume, so ein bisschen angemoost. Als nächstes haben wir hier die Items, die wir eigentlich auch bei den anderen Händlern immer bekommen. Die Hocker, Plötze und so weiter, die stelle ich jetzt nicht nochmal groß vor. Aber wir haben hier definitiv noch schöne Pflanzen. Als erstes gleich die Dornbürste. Finde ich unheimlich hübsch. Es ist ja so, so ein bisschen gräserartig. Unheimlich schön, wenn man die so an den Rand von so einem Teich oder Wasserfall stellt. Da finde ich das unheimlich schön. Genauso wie auch die Sumpflilie. Die findet man in meinen Häusern auch häufiger. Die finde ich auch extrem hübsch. Ja, als nächstes haben wir ja einen Marschwedel. Den haben wir auch schon bei anderen Händlern gesehen. So, ja, so eine Mini-Palme, wie auch immer. Ganze dann auch nochmal als große Palme hier und auch ein bisschen, andersfarbig, so in Rottönen, finde ich auch unheimlich hübsch und auch die ist jetzt nicht so mega groß. Ja, dann haben wir hier diesen Moorhelmstock, den ich ehrlich gesagt vorher noch nie als Pflanze wahrgenommen hatte, sondern einfach nur so, als Stab, der dann halt überall in Drigmoor mal so in Sumpf herumsteckt, aber es ist tatsächlich eine Pflanze, aber wenn man etwas näher hinschaut, dann sieht man hier auch diese Blätter. Aber für mich wäre das jetzt nichts, aber das ist ja wie immer Geschmackssache. So, dann haben wir Wassernabel, finde ich auch unheimlich hübsch in diesem lila Ton. Und was ich sehr, sehr schade finde, wenn man durch Drigmoor reitet oder läuft, gibt es immer so schöne, glänzende, blaue, Gräser, Mini-Pflanzen, man kann es schlecht beschreiben. Die habe ich leider noch gar nicht zum Kaufen gesehen. Sehr, sehr schade. Ich hoffe, dass sich das irgendwann nochmal ändert. So, weiterhin habe ich dann hier noch Setzlinge, also etwas größere Gruppe wieder und auch hier nochmal als Wassernabel, war ohne Blüten, jetzt aber auch nicht so schlimm. Ja, den Teetisch, den haben wir auch irgendwie bei jedem Händler, den ich ja nicht so sonderlich hübsch finde, dafür noch 250 Gold hinlegen soll, sei es drum. Und als letztes haben wir hier auch noch einen Brennofen, der zwar baufällig ist, aber so schlimm finde ich das ehrlich gesagt gar nicht. Je nachdem, was für ein Heim ihr habt, passt vielleicht auch genau dieser Ofen perfekt dort hinein. So, wir gehen mal weiter zum Errungenschaftsausstatter. Ich bin im Heldengeschäft. Nicht als Ausbilder oder so, aber ich belohne sie. Je mehr Taten ihr vollbringt, desto mehr Möbel stehen euch zur Verfügung. So, da sagt ihr nämlich etwas sehr, sehr Wichtiges. Beim Errungenschaftsausstatter muss man erst Errungenschaften erfüllt haben, um diese Teile, die man dann je nachdem in welcher Zone man ist, auch kaufen zu können. Mit diesem Charakter war ich hier noch gar nicht unterwegs und demnach ist hier natürlich alles rot.
Hier mit diesem Charakter kann ich hier noch nichts kaufen. Ist aber nicht schlimm. Steht immer dabei, welche Errungenschaft ihr für welches Item erfüllen müsst. Also sollte da irgendwas dabei sein, was ihr unbedingt haben wollt, schaut bei den Errungenschaften, was ihr genau dafür machen müsst. Und dann gehört dieses Teil dann früher oder später euch. Ja, was haben wir hier Schönes? Banner, die ich jetzt persönlich nicht so toll finde. Aber je nachdem, was ihr mit eurem Zuhause machen wollt, ist es vielleicht genau das, was euch gerade fehlt. So, dann haben wir hier, ups. Ach, das ist die Sammlung, die man aufmachen kann. Die kann man jetzt leider nicht zeigen. Deswegen machen wir jetzt mal weiter mit dem Grabflock. Den finde ich jetzt besonders hübsch. Auf den habe ich mich wirklich gefreut, den endlich haben zu können. Der steht bei mir in meinem Museum. Das ist das überhaupt das Schöne in Trübmoor. Da sind viele Dinge so schön bunt. Das mag ich total gerne. Ja, auch dieses nächste Teil sieht jetzt erstmal gar nicht so toll aus. Aber im Endeffekt wird ja dieses Residuum dort oben reingestellt. Und das als Kombination ist wirklich total schön. Findet man auch bei mir in meinem Museum. Ja, dann haben wir diese kleine Schildkröte, die finde ich auch extrem niedlich. Man sieht es ja, dass die Augen und der Panzer so ein bisschen leuchtet. Und zum Schluss haben wir dann, soll es anders sein, natürlich auch ein Totem, so wie wir sie auch viel hier in Trübmoor finden. Und dann sogar noch eine Rankenzunge. Finde ich eigentlich auch ganz hübsch, eben auch von den Farben her und ist eben auch was völlig Außergewöhnliches. Wenn ihr die Errungenschaft freigeschaltet habt, dann könnt ihr diese so oft kaufen, wie ihr wollt. Aber ihr seht ja schon bei der Beschreibung, wird beim Aufheben gebunden. Das heißt also, ihr könnt sie nicht jemand anderem weiterverkaufen oder verschenken. Die gehört wirklich dann nur zu euren Charakter. Innerhalb der Charaktere könnt ihr die Sache natürlich weiterreichen, das geht, aber eben nicht anderen Spielern. So, jetzt haben wir auch gesehen, dass diese Rankenzunge eben nicht nur so in diesem Zustand bleibt, sondern dann auch mal kurz entfaltet, so wie jetzt gerade wieder. Also das finde ich ist auch schon ein Mega-Item und hat logischerweise nicht jeder, weil man ja auch erstmal die Errungenschaft dafür erfüllen muss. Gut, das war's zu den Händlern in Trübmoor. Ich wünsche euch viel Spaß hier in Trübmoor. Das Questen hat mir hier wahnsinnig viel Spaß gemacht. Sehr witzige und teilweise auch sehr durchgeknallte Quests, aber prinzipiell ist die Zone sehr spaßig eigentlich. Deswegen wünsche ich euch hier, wie gesagt, super viel Spaß. Ja, das war's dann hierzu. Ich finde die sehr schön, diese Items hier. Und damit sage ich Tschüss, eure Kastanie. Bis zum nächsten Video. Ach ja, Like und Follow nicht vergessen. Macht's gut.